Mein Name ist Tobias Handke, ich bin Ihr Bürgermeisterkandidat. Und da, wo ich mich jetzt befinde, jeder Neuwurmsdorfer, jede Neuwurmsdorferin wird das im Hintergrund erkennen. Ich bin hier am Freibad in Neuwurmsdorf und das Freibad von Neuwurmsdorf hat eine ganz besondere Geschichte. Ist eigentlich verbunden mit Neuwurmsdorf wie wenige Freizeitstätten überhaupt. Heute bin ich hier zu Gast bei Matthias Groth. Matthias Groth, Vorsitzender der DLRG, Bezirksvorsitzender sogar und vielen auch sicherlich jetzt bekannt mit der DLRG durch das unermüdliche Engagement am Testzentrum. Da werden wir auch noch kurz hingehen, aber jetzt sind wir hier am Freibad und jetzt wollen wir uns über Schwimmausbildung, über Bäderstätten und über das, was wir für die Zukunft erhalten wollen, uns ein bisschen austauschen und ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, nicht unweit von den einleitenden Worten, die ich eben gerade gesprochen habe, sitzen wir jetzt hier auf einer Bank. Maxi, Matthias Groth, Vorsitzender der DLRG. Die Bank steht normalerweise nicht so hier. Ne? Wir haben sie jetzt mal so hingestellt, damit man auch schön sieht, was im Hintergrund sich abspielt und besonders dann abspielt, wenn auch Gäste da sind. Das Freibad jetzt wieder geöffnet, wenn auch unter Hygieneverordnung. Was bedeutet das für euch? Ja, sehr, sehr kompliziert eigentlich. Ne? Mit Schnelltest und mit Hygieneabstandregeln und so weiter und so fort. Sehr, sehr schwierig. Wird aber doch gut angenommen von unseren Leuten. Wir sind am Trainingsabend bis zu 80 Leute schon. Ne? Selbst im Anfängerschwimmbereich haben wir 8, 9 Kinder in der Gruppe, was wir nicht erwartet hätten. Auch bei schlechtem Wetter letzte Woche kommen die Kinder trotzdem. Man sieht, der Bedarf ist da und die Kinder wollen ins Wasser. Genau. Also man erlebt es, glaube ich, auch nicht nur jetzt hier beim Schwimmen, auch in den Sportvereinen. Die Kinder sind froh, dass sie wieder mit anderen Kindern toben können. Auf alle Fälle, da ist so viel liegen geblieben. Ja. Ihr seid bekannt über die Schwimmausbildung. Ich glaube, das ist etwas, wo ganz viele auch unsere Kinder bei euch das schon gelernt haben und wie wertvoll das ist. Und da ist ein ganzer Jahrgang oder fast 2 Jahrgänge jetzt, die es eben nicht erfahren haben, richtig, in dem Alter, wo sie eigentlich schwimmen lernen sollten, schwimmen zu lernen. Ne? Ja, richtig, genau. Zwei Jahrgänge kann man sagen, die also nicht schwimmen gelernt haben. Noch dazu zu den Kindern, die wir schon vor der Pandemie auf der Warteliste hatten. Ne? Und das ist kaum aufzuholen. Es ist zwar nett, auch von der Politik, auch von der Gemeinde und auch in anderen Bädern werden uns mehr Schwimmzeiten angeboten. Die können wir aber nicht besetzen. Das fehlt da an Ausbildern, ne? Weil wir alles ehrenamtlich machen und doch auch noch beruflich beschäftigt sind und dann es nicht schaffen, die Zeiten zu nutzen. Ne? Es ist zwar schön, das Angebot ist da, ist auch schön, ist auch nett, dass das uns gewährt wird, aber wie gesagt, es ist immer schwierig zu befüllen, die Ausbilder fehlen. Wir haben an anderer Stelle in einem anderen Video, denn darum geht es in dieser Reihe, dass wir uns halt mit den Menschen unterhalten, die im Grunde genommen für das Leben in Neuwurmsdorf verantwortlich sind, nämlich für das, was Neuwurmsdorf auszeichnet. Generell in der Gemeinde ist das das Ehrenamt, was oftmals unterschätzt wird. Und viele sind ja auch am Konsumieren vom Ehrenamt und nehmen das als selbstverständlich hin. Das ist nicht der Fall. Schwimmausbildung hast du gesagt. Wie viele sind bei euch in der Schwimmausbildung aktiv? Also aktiv jetzt an Schwimmern, im Normalbetrieb ziehen wir schon so 120 bis 150 vom Anfängerschwimmer bis zum Rettungsschwimmer durch an einem Abend. Ne, das ist jetzt pandemiebedingt weniger, aber sonst im Hallenbadbereich kann das schon auch mal so viel werden, 150, 160 Kinder am Donnerstag, am Vereinstag, die wir da durchziehen. Mhm. Ne, und wir haben ungefähr, jetzt muss ich gerade überlegen, circa 25 Ausbilder, die da zur Verfügung stehen die Kinder dementsprechend ausbilden, von Anfang bis Ende. Ne? Du hast es gerade angesprochen, die Schwimmhalle in Neuwurmsdorf wird saniert. Ja. Erfreulicherweise konnten wir diese Schwimmhalle wirklich auch jetzt noch mit finanziellen Mitteln auch noch in eine Sanierung bringen. Aber sie wird uns natürlich bis Ende 2022 nicht zur Verfügung stehen. Du hast es auch vorhin gesagt, wir sind dabei, die Freibadsaison zu verlängern, auch die Schwimmausbildung hier möglich zu machen. Aber man kommt natürlich an seine Grenzen, was die Kapazitäten angeht. Ne? Ja, auf alle Fälle. Und die Gefahr ist, dass wenn wir dauerschlechtes Wetter haben, dann ist das Freibad gar nicht zu nutzen. Dann wird es auch so sein, jetzt am Anfang noch wollen die Kinder schwimmen und da ist das Wetter auch egal. Aber wenn wir nachher zum September kommen und es wird dauerschlecht, ist wahrscheinlich so, dass dann immer weniger kommen. Ne? Wir nehmen es in Kauf, weil wir wissen, wenn das Freibad jetzt, das Hallenbad jetzt renoviert wird, dass wir da die nächsten 20 Jahre dann auch wieder Ruhe haben. Und dementsprechend, eigentlich ist das Hallenbad unsere Hauptgrundlage, die wir brauchen. Und daher sind wir da froh, dass das renoviert wird. Wir werden diese 2 Jahre schaffen, versuchen zu überbrücken.
Vor 18 Jahren war es ja genauso, da wurde es renoviert. Da hatte ich gesagt als Vorsitzender, ja in 18 Jahren, wenn es wieder, oder in 20 Jahren, wenn es soweit ist, bin ich nicht mehr im Vorstand verantwortlich. Und es ist so gekommen, dass ich immer noch im Vorstand bin und dieses Problem wieder habe. Aber wir sind mit Überlegungen dabei, unsere Gruppen vielleicht in umliegenden Hallenbädern unterzubekommen. Okay. Da haben wir angefragt schon in Hittfeld, Buchholz, Buxtehude, aber da sind die Antworten natürlich wegen Corona noch nicht, stehen noch aus. Ne? Die sagen, ja, können wir noch nicht genau sagen. Aber wir hoffen, dass wir da vielleicht Kapazitäten kriegen könnten dann. Ansonsten haben wir geplant, dass wir die Kinder bei uns und auch die Jugendlichen bei der Stange halten mit Aktionen, dass sie dann also immer zum Verein noch dazu zählen. Eine Aktion, wo du es gerade ansprichst, ist ja auch, dass wir seit gemeinsam jetzt seit fast 20 Jahren, jetzt aber seit, wenn man so will, seit 18 ja. Jahren, den Rumsdorfer Heidelauf gemeinsam auf die Beine stellen. Und das hat damals mal angefangen. Ich kann mich gut daran erinnern, ein bisschen durch eine Laufidee, die ich mal hatte, ja, aber wir haben das als Zweck genutzt, um einfach auch dieses Freibad vor der Schließung zu retten, Bewusstsein zu schaffen. Ein Förderverein hat sich damals ja auch im Vorwege schon gegründet, aber man hat auch gemerkt, dass man vor dem, was finanziell auf die Beine gestellt werden muss, das auch gerade substanziell hier nicht unbedingt zu leisten ist. Wir wollen nicht verschweigen, dass wir diese Diskussion jetzt ja auch wieder haben, vor dem Hintergrund der finanziellen Kassen. Wie geht ihr damit um? Weil ich sag mal, das ist natürlich hier, wenn wir sagen immer, die Schwimmhalle ist Pflicht, das hier ist die Kühe, aber die Kühe ist natürlich vom Anblick her wesentlich romantischer. Ja, auf alle Fälle. Also auf alle Fälle. Da gehen bei uns im Vorstand auch so ein bisschen die Meinungen zwar auseinander. Also der überwiegende Teil sagt natürlich, diese Anlage zu erhalten. Das ist eigentlich eine tolle Anlage. Sie liegt klasse. Ja, alles ist gegeben. Hat sich auch schon, jeder sagt, klasse Anlage. Erhalten. Andere sagen, ja, es gibt da auch Möglichkeiten, andere Grundstücke hier zu nutzen oder wie auch immer, was da im Gespräch ist, zu sagen, dieses Grundstück aufzugeben von der Gemeinde aus und dann dafür ein neues Grundstück zu erwerben und neu zu bauen. Ja, das ist auch eine Idee. Aber ich persönlich finde diese Anlage hier klasse, weil ich auch ein alter Heidesiedler bin. Ich bin in Heidesiedeln groß geworden, mit diesem Bad auch. Und eigentlich sollte das erhalten bleiben an dieser Stelle. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. So ehrlich muss man an dieser Stelle auch sein, dass es davon abhängt, inwieweit die finanziellen Möglichkeiten da sind. Wir haben ja, und das haben wir ja alle zusammen auch erlebt, dass das Freizeitverhalten sich natürlich auch verändert hat und die gesetzlichen Vorgaben auch sich verändert haben, wofür die Kommunen auf einmal ihre Pflichtaufgaben haben. Leider gehören die Bäder nicht dazu, aber sehr wohl natürlich auch gut ausgestattete Schulen, Ganztagsschulen. Und wir werden natürlich in den kommenden Wochen und Monaten uns darüber verständigen müssen, wie wir auch mit diesem Freibad und mit dieser Anlage weiter umgehen. Und ich glaube, das Falscheste wäre jetzt auch vor einer Wahl irgendetwas zu versprechen, was man nachher am Ende nicht halten kann. So ehrlich muss man sein. So ehrlich sind wir damit ja auch bislang immer umgegangen. Ja, denke ich. Was wir hoffen ist natürlich, dass jetzt dieses Freibad jetzt in diesen Sommermonaten auch mit Wetterbegünstigung auch angenommen wird. Insbesondere auch, dass sich die, du hast es vorhin angesprochen, das wird gut angenommen, trotz der Hygieneverordnung, die wir aktuell Stand heute haben. Wann ihr das Video hier seht, das wird nicht tagesaktuell sein. aber ihr seid ja auch von der Gemeinschaft Bäder, gibt es ja auch die Vorgaben, wie man im Grunde genommen halt mit der Freibadsituation und mit den Hygieneregeln umgeht, ne? Ja. Ja, es gibt das Hygienekonzept der Gemeinde auch und wir haben unser eigenes Hygienekonzept auch entwickelt und das ist auch vom Gesundheitsamt abgenommen worden und das läuft dann auch, das Training mit Abstand halten und mit Schnelltest. Nur haben wir den Vorteil, dass auch fast alle Ausbilder bei uns schon geimpft sind. Also das ist schon so und auch die Ausbilder stehen hier am Beckenrand mit Maske. Eigentlich braucht man es ja nicht, es ist frei, man hat den Abstand nicht, aber trotzdem sind wir da vorsichtig, ne, und wollen da auch noch eine Sicherheit für uns alle geben. Genau, also viele aus der Bevölkerung, viele Stimmen sind ja so, dass man sagt, warum macht ihr das nicht frei, warum macht ihr das nicht frei und wieso können wir nicht? Ich glaube, da haben wir alle Verständnis dafür, wir alle würden uns hier viel freier bewegen wollen und wie gesagt, wenn ihr das Video seht, hoffen wir, dass die Lockerungen auch schon eingetreten sind, dass wir wieder mehr Menschen auch hier reinlassen können, dass wir Liegewiesen offen machen können und dass wir dort einfach diese Perle, die wir hier zweifellos haben, auch wirklich für viele erlebbar wieder gestalten können. Du hast vorhin gesagt, das ist jetzt momentan nicht euer einziges, weil das ist schon eine Hauptaufgabe. Das ist alles von euch ehrenamtlich hier auf die Beine gestellt und das muss man vielleicht auch dazu sagen. Auch das gesamte, die Bäderaufsicht funktioniert nur, weil ihr das im Prinzip auch alles mit unterstützt. Ja. Das muss an dieser Stelle auch erwähnt werden. Viele wissen das sicherlich nicht. Und was ihr euch dann auch auf die wozu ihr verschrieben habt, ist das Testzentrum, was du vorhin angesprochen hast, wo ihr nachmittags eigentlich fast tagtäglich im Einsatz seid. Ja.
Genau. Da fahren wir jetzt noch hin und schauen uns das an. Ganz viele von euch kennen das, aber ein paar Hintergrundinformationen, glaube ich, sind für alle nochmal interessant. An dieser Stelle, still ruht das Wasser, still ruht das Meer, die beinahe gesagt. Wir sehen uns gleich am Testzentrum. Ja, wir haben die Becken jetzt nicht hinter uns gelassen, wir haben sie im Freibad gelassen und das Wasser und sind jetzt dort, wo ganz viel passiert. Und zwar Ende März haben wir noch einige Telefonate geführt und seit Ende März seid ihr hier im Einsatz am Testzentrum hier von der Wummsdorf und erfahrt jeden Tag viel Dankbarkeit. Ja. Ich denke, dass wir in der Bevölkerung noch besser jetzt wahrgenommen worden sind. Wir sind eine Hilfsorganisation, wollten helfen, haben ein Jahr lang die Pandemie zugeschaut. Keiner hat uns abgefordert. Wir sind auch eine Katastrophenschutzorganisation. Keiner hat uns abgefordert. Und irgendwann kam die vorsichtige Anfrage vom Bürgermeister per WhatsApp. Seid ihr eigentlich eingebunden in die Pandemie? Nein. Und dann wusste ich gleich, was kommt. Und dann haben wir mehrfach telefoniert. Und wir haben innerhalb einer Woche haben wir dieses Testzentrum dann hier aus dem Boden gestampft. Und die Bevölkerung nimmt es an und soll auch so sein. Denn wir haben alle keine Lust mehr auf Corona. Und das ist ein kleiner Teil, den wir dazu beitragen können, um vor die Welle zu kommen, beziehungsweise endlich mal wieder ein normales Leben zu führen. Ganz genau. Also das, was ich gesagt habe, ist nicht dahergesagt. Das ist wirklich so. Mit vielen, mit denen man spricht, ist viel Dankbarkeit da. Und viele, die auch einfach sagen, Wahnsinn, was ihr hier leistet. Das ehrenamtliche Engagement, wir haben uns vorhin über euer ehrenamtliches Engagement unterhalten, was ihr sonst ja auch leistet. Das heißt also, nur dann ist es immer etwas im Verborgenen. Viel, was im Ehrenamt passiert, passiert im Verborgenen. Genau. Ja. Und viele sehen im Prinzip nur das, wovon sie dann profitieren. Hier ist jeder, vielleicht wahrscheinlich schon jeder gewesen und hat es mitbekommen, mit welcher Professionalität ihr sozusagen jeden Test hier abwickelt, würde ich mal sagen. Und mit der Firma aus Winsen ja auch noch eine ganz besondere Möglichkeit habt, und zwar, dass ihr sofort anschließend einen PCR-Test machen lassen genau. könnt. Genau, ne? Das ist der Vorteil, weil bei den meisten Schnelltestzentren, wenn das dann positiv ist, müsste der Betroffene sich um einen PCR-Test selber kümmern. Hier nicht. Hier wird er dann sofort informiert und darf dann den PCR-Test hier abgeben und er kriegt dann innerhalb 48 Stunden oder sogar 24 Stunden, wenn es schnell geht, sein Ergebnis. Wir haben ja auch im Rahmen unseres Heidelaufes, was wir gesagt haben, vom 10. bis 17. Juli auch gesagt, das ist etwas, bei dem wir als, wir veranstalten das gemeinsam, aber ich habe mit denjenigen, die das Freibadfest sonst mit uns ja auch gemeinsam organisieren, abgesprochen, dass es an der Zeit ist, euch dann nochmal was zurückzugeben, jede Startnummer vom Heidelauf mit 5 Euro an die jeweilige Jugend, denn die ist ja auch mit dabei. Ja. Und erzähl mal, wie viele sind denn hier eigentlich im Einsatz? Also wir haben hier 45 Einsatzkräfte, die sich sofort, als es losging, sich bereit erklärt haben, hier mitzumachen. Das sind auch alle Einsatzkräfte, die wir haben. Die haben sofort gesagt, wir sind dabei. Und das hat uns selber überrascht und das war auch klasse. Dadurch ist es auch uns möglich, dass wir im Schichtsystem arbeiten und hier keinen überfordern und das von den Zeiten her gut passt. Und total klasse. Sie sind alle noch hoch motiviert. Wir sind ja jetzt seit 29. März im Einsatz, knapp 70 Einsatztage und alle noch hoch motiviert, total. Gab in der Motivation, glaube ich, mal so eine kleine Delle insgesamt, als es um dieses Impfen ging, auch gerade? Ja. Im Rahmen, wo wir auch miteinander gesprochen haben, genau. Wenn man Impfprioritäten einführt, dann führt das immer dazu, dass manche vor andere gesetzt werden. Das führt dann natürlich auch zu Unverständnis. Ne? Das war sehr schade, ja, weil eigentlich Mitarbeiter des Testzentrums, eines Testzentrums sind Priorität 2 und es war schon am Anfang der Prio 3 und uns hat man irgendwie vergessen. Wir sind gemeldet worden zum Landkreis hin, aber irgendwie ist das nicht weitergeleitet worden an die entsprechenden Stellen und wir mussten dann mehrfach nachhaken und das war leider sehr schade. Ne? Jetzt hat es aber geklappt und immerhin, man arbeitet ja doch hier in einem gefährdeten Bereich und ich denke, das ist auch, hat was mit Sicherheit und auch Arbeitssicherheit zu tun. Absolut, ich glaube, das sieht jeder so und hat auch jeder kein Verständnis dafür, wenn das nicht passiert. Insofern ist da auch immer miteinander Kommunikation wichtig, dass man über das, was in der Gemeinde auch plötzlich aufstößt, damit man darüber spricht und die richtigen Schritte dann auch einleiten kann. Und das auch in einer Kommunikation, die wir ja auch schon seit Jahren pflegen. Wie lange wird das Testzentrum, habt ihr da Informationen bekommen, wie lange das Testzentrum noch aufrechterhalten wird? Das können wir noch nicht sagen. Zurzeit ist es so, dass wir die Testzeiten ein bisschen runterfahren. Das hat damit zu tun, weil die Nachfrage weniger geworden ist. Man merkt, die Nachfrage zum Wochenende hin ist da. Aber auch die Schnelltestabfragen oder die fordern, Restaurants brauchen sie nicht mehr und so, das wird immer weniger. Dementsprechend passen wir uns an. Wir sind aber auch so flexibel, ist die Frage, der Bedarf wieder da, können wir sofort wieder hochfahren. Das ist nicht das Thema. Prima. Gibt es irgendeinen Wunsch an diejenigen, die hier immer herkommen oder an die Bevölkerung? Gibt es irgendetwas, was du vielleicht eine Botschaft, die du noch senden möchtest?
Ja, eigentlich, was sollen wir sagen? Wir sind nicht für alles verantwortlich, wenn es mal schief geht. Wir haben da eine Softwarefirma hinter, wir haben da ein Labor dahinter. Es ist nicht immer die DLRG, also bitte nicht auf die DLRG schimpfen. Es ist auch mal, dass das die Software ist, dafür können wir da nichts. Oder auch mal vom Labor, was nicht funktioniert oder so. Es sind aber wirklich Kleinigkeiten. Nein, ja. Es klappt hier total klasse. Und die Bevölkerung, muss ich sagen, Hut ab. Also wirklich, was wir hier, wir kriegen hier Süßigkeiten geschenkt en masse. Also wir sind gut versorgt und sind auch immer noch dankbar, wenn wir noch was bekommen. Das ist kein Thema. Ne? Das also hat da, jeder gehört. Man ist nochmal dankbar, wenn man auch was bekommt. Aber ja. Ich glaube, das ist auch eine Form der Wertschätzung. Und ja. Man merkt auch, dass man in der Krise, in anderen Gesprächen haben wir das mit Händlern erlebt, die auch gesagt haben, in der Krise rückt man auch zusammen. Und es gibt immer einige, die nicht solidarisch unterwegs sind und die sicherlich das Gemeinwohl dort nicht sehen. Aber hier ist, glaube ich, ganz viel Gemeinschaftssinn da, von euch sowieso, gemeinwohlorientiert. Ja. Und andere erfahren einfach, wie wertvoll die DLRG hier für Neuwumstorf ist. Insofern, Maxi, vielen Dank. Wir werden uns dann zum Abstreuen oder wie auch immer sehen oder wenn es um Themen gibt, die DLRG betrifft, sich für die DLRG einzusetzen und sicherlich auch vielleicht eine Spende zu leisten, ist absolut wertvoll und ist einfach nur ans Herz zu legen, weil das, was die DLRG einfach leistet für diese Gemeinde, Schwimmausbildung und jetzt hier im Katastropheneinsatz auch unterwegs zu sein, im Einsatz zu sein, ich glaube, da können wir alle nur den Hut vorziehen und einfach mal ganz kräftig Danke sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, vielleicht darf ich auch nochmal Danke sagen. Ja, natürlich. Nochmal Danke sagen hier an unseren Einsatzleiter, technischen Leiter Einsatz, der das hier mitmacht, Philipp Koch, der hier die meiste Arbeit auch verbringt und das total klasse organisiert. Ohne den und wie der die Mitarbeiter hier motiviert, total klasse. Ohne den hätten wir hier schon ein bisschen Schwierigkeiten und total klasse. Da wollen wir nicht vergessen, dass er seinen großen Anteil hier dran hat. Absolut, genau. Der Dank geht natürlich an alle, die hier im Einsatz sind. Ich sag mal, von dem kleinen Rad bis zu den größeren Rädern, genau, aber dass Philipp da auch besonders engagiert ist, erlebt man einfach, wenn man ihn kennt. Ja. Also, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen an anderer Stelle, an anderem Ort. Bleibt gesund, bleibt engagiert und euch nochmal vielen Dank. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Dankeschön. Macht's gut. Ja. Bis bald. Ja.